Spider-Woman. Komm, schau dir das mal an, was da passiert. Ja, komm mal hoch. Komm mal hoch, Spider-Woman. Komm hoch. Ja, Spider-Woman, da bist du ja. Das ist Kunst. Servus, Startkollege. Heute kommen wir mal wieder zu einem Video aus der Experimentenreihe, denn ich hatte schon ganz lange im Kopf, dass ich mal irgendwie mit den Darts künstlerisch aktiv werden könnte. Und ich habe mir überlegt, ein Dart-Painting zu machen. Da habe ich mir dazu Farbe gekauft und ein paar Wasserbomben. Und jetzt möchte ich irgendwie die Farbe da in die Wasserbomben einfüllen. Da habe ich auch eine Idee mit einer Spritze irgendwie, aber ich habe das, wie gesagt, noch nicht ausprobiert. Das ist ein reines Gedankenkonstrukt bisher. Und dann möchte ich die an eine Leinwand ranpinnen und dann mit den Pfeilen draufwerfen. Ich verspreche mir dann davon, dass das so irgendwie auseinanderspritzt und dann irgendwie ein tolles Bild ergibt. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Das ist ein Experiment. Wenn es nicht funktioniert, habt ihr jetzt ein Video und wisst, wie es nicht geht. Aber ich habe mir das gut überlegt und versuche jetzt wirklich da was Tolles irgendwie draus zu machen. Dann kommt ihr mal mit in die Garage, da bauen wir ein bisschen was auf. Ich klebe auch ein bisschen was ab, dass ich natürlich die Garage nicht einsaue damit. Und dann gucken wir, ob es klappt. Das Bild, was entstanden ist, werde ich dann auch verlosen. Also bleibt dran, schaut euch das Video an. Und am Ende sage ich euch dann, was ihr tun müsst, um am Gewinnspiel teilnehmen zu können. So, ich habe mir jetzt natürlich ein anderes T-Shirt angezogen, weil mit dem weißen Freiburg-Trikot war mir das dann doch ein bisschen zu riskant. Ich ziehe jetzt mal hier die Spritze auf und versuche das dann irgendwie da so in die Wasserbombe da reinzukriegen. Und muss das halt immer wieder zuhalten, mit einer Hand wieder aufziehen und gucken, dass nicht zu viel oben rauskommt, wobei das jetzt auch nicht so schlimm ist. Natürlich schon immer wieder den Schnuddel treffen und trotzdem irgendwie Press halten, aber es füllt sich. Das ist eine Heidenarbeit, sage ich euch. Ist auch sehr anstrengend, weil man hier immer unter Druck ist. Aber ich vermute, ja, da kommt zwar viel mit raus, aber es geht auch was rein, ich merke das. Wenn ich da mal 8 Ballons gefüllt habe, oder ich weiß nicht, wie viel ich brauche, vielleicht brauche ich nur 6. Aber das war gut, das hat gut funktioniert. Wird natürlich mit zunehmender Farbigkeit immer glitschiger hier. Jawohl. So, eine vielleicht noch. Schwierigste wird dann der Knoten sein. Oh, obwohl, eine geht noch. Ja, ein bisschen was ist drin angekommen. So. Ist natürlich schon ein bisschen eine Farbpanscherei hier. Und jetzt hier einen Knoten reinmachen. Ah, das geht, aber wenn es nicht jetzt hier durchglitscht. Zack, jetzt hat es schon gespritzt. Ich habe schon einen Krampf im Finger. Ach, aber der Knoten ist drin. So, ab ins Wasser. Ihr seht, ich habe schon mal mit Grün was ausprobiert. So. Boah, ich habe jetzt mal das Wasser hier abgekippt.
Und das sieht total geil aus in dem Eimer. So, da draußen wird ordentlich gesägt. Ich habe mir jetzt eine Leinwand besorgt. Die verkleide ich jetzt von innen noch mit Styropor. Die muss natürlich ein bisschen zuschneiden, dass es einfach hier keine großen Löcher gibt von den Pfeilen. Ich hoffe, dass das was taugt. Und dann klebe ich das hier noch mit einem Schriftzug, mit Malerkrepp ab, dass dann ein Negativbild entsteht. Dann hänge ich das Ganze dahin und die Ballons oben drauf. Und dann schauen wir mal, ob es funktioniert. So, ich müsste jetzt das hier hinten noch ein bisschen aushöhlen, weil ja da an dem Dartstativ quasi an dem Brett die Wandhalterung ist, dass ich das dann auch fress hier ran machen kann. Und jetzt klebe ich das Ganze mit Malerkrepp hier an das Stativ ran. So, ich habe jetzt hier natürlich ganz alte oxidierte Pfeile genommen, dass sie dann auch nicht schmutzig werden und nicht nass und so weiter. Habe jetzt ein bisschen nasse Hände, weil ich die Ballons da dran gemacht habe. Und jetzt bin ich gespannt, wie oft ich werfen muss, dass ich sie treffe. Mit denen bin ich natürlich jetzt überhaupt nicht eingespielt. Hier ist es auch ein bisschen kalt, ich bin überhaupt nicht eingespielt. Aber schauen wir mal, die Löcher gehören ja dann auch zur Kunst dazu. Yes! Oh, das war natürlich nicht so geil. Man hätte da unten noch was hier lesen müssen. Auf den Ständer. Boah, das war natürlich gut. Uns ist aufgefallen, dass es da unten natürlich auch ein geiles Bild ergibt, wenn das alles so runterplatscht. Der Ständer sieht auch schon super aus. Deswegen lege ich jetzt da noch zwei Leinwände auf, einfach mal dahin. Und gucke mal, ob die auch noch irgendwas abkriegen von den Tropfen. Und dann haben wir da nochmal eine doppelte Malerei. Oh. So, denn da ist Steck. Der ist mir so bunt. Blau ist immer geil. Hui! Oh oh. Oh. Schnell noch alle rein. Der platzt nochmal. Noch ein Streifschuss. Noch ein Streifschuss. Nein!
So, ich habe hier jetzt schon wieder ein bisschen abgebaut. Das steht jetzt da unten. Das muss natürlich jetzt noch trocknen. Vor allem das, was hier am Boden lag. Da steht natürlich ein See an Farbe drauf. Das muss natürlich besonders trocknen. Und dann bin ich gespannt, ob ich das Klebeband dann mit dem Schriftzug irgendwie da drunter unter der Farbe wieder finde und dann auch abziehen kann. Schauen wir uns später an. Ihr seid jetzt auf unserem Balkon gelandet, von der Garage direkt in den Balkon. Man hört im Hintergrund vielleicht auch noch die Schafe auf dem Video. Vielleicht werden sie auch weggefiltert. Ich habe das Bild jetzt von Samstag bis Mittwoch, heute ist Mittwoch, trocknen lassen, um da ganz sicher zu gehen, dass es auch wirklich keine Fingerprints mehr drauf gibt. Die anderen beiden Keilrahmen, die unten drunter lagen, auf die die Farbe so runtergeplatscht ist, die sind noch nicht trocken. Das wird auch bestimmt noch eine Woche dauern, weil da irgendwie so dick Farbe drauf ist. Um das Runterplatschen der Farbe so ein bisschen zu vermeiden, weil da ist ja doch sehr viel erstmal einfach nur runtergeplatscht, auf dem Boden gelandet oder dann auf den beiden Leinwänden, die ich dann auf den Boden gelegt hatte, da hätte ich die Leinwand nicht so senkrecht an die Darthalterung machen müssen, sondern vielleicht eher so ein bisschen schräg, dass er dann besser abläuft und runterläuft und nicht direkt beim Auftreffen des Pfeils in den Ballon, der Ballon platzt und alles nur auf dem Boden landet. Das könnte man auf jeden Fall, wenn man das nochmal macht, anders machen. Ansonsten bin ich mit dem Ergebnis so sehr zufrieden. Jetzt versuche ich hier das ganze Malerkrepp irgendwie abzuziehen, ohne das Bild zu zerstören. Wenn ich es dann total zerstört, dann tut es mir leid, dann ist es halt so. Dann war es ein Versuch. Ich fange jetzt einfach mal hier an am Rand. Nasen da unten mache ich natürlich weg. Die Farbtupfen, die können ruhig dranbleiben. So, jetzt kommt der große Moment, die Buchstaben. Hat es geklappt oder nicht? Ja, da hoffe ich, dass ich in der Mitte, gerade bei dem kleinen B, diesen Fleck finde. Ja, das klappt. Das klappt. Das klappt. Ja, jetzt haben wir hier das Positiv und da das Negativbild. Man sieht auch hier ganz schön hier überall die Einschläge von den Dartpfeilen. So, jetzt mache ich damit noch etwas weiter, denn ich habe mich entschieden, das Ganze zu fixieren mit Haarspray. Dann bekommt das Bild nämlich einen Glanz. Da lege ich aber erst wieder was unter, dass ich mir hier nicht den Tisch versau. Zum einen hält dann die Farbe besser, weil ich hier Fingerfarbe benutzt habe. Und zum anderen glänzt sie dann auch schön. Jetzt ist sie ja sehr matt. Und jetzt machen wir das Ganze da drüber. Mache mit. Ja, so sieht das Bild jetzt aus. Und ich würde es gerne verlosen. Es gefällt mir super gut. Eigentlich würde ich mir es gerne selber aufhängen, aber ich hatte mir ja das so vorgenommen. Ich habe ja noch die beiden anderen. Vielleicht sind die ja auch was geworden. Ja, wenn ihr das gewinnen wollt, wenn jemand das haben möchte, dann sollte er 3 Kriterien erfüllen. Zum einen das Video liken, zum anderen meinen Kanal bei YouTube abonnieren. Und dann müsst ihr natürlich noch einen Kommentar reinschreiben, sowas wie, ich will das unbedingt haben oder gib her oder so irgendwas. Dass ich auch weiß, dass ihr Lust drauf habt, das Bild zu bekommen. Und ich werde es dann auslosen, mache dann ein ganz kurzes Video dazu zur Auslosung und dann
bekommt es der Gewinner geschickt. Natürlich ist der Versand dann auch kostenfrei. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, ihr es nicht gewinnen wollt, müsst ihr trotzdem den Kanal abonnieren und liken. Und ja, dann sehen wir uns nächsten Mittwoch wieder beim nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch Good Darts.